Der listige Schulmeister und der Teufel. Entschuldigung. Ein Märchlein von Josef Haltrich. Wie immer gelesen und durchaus ein wenig editiert und kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Ein Schulmeister ging einmal für seinen Herrn Pfarrer, wie das ja noch immer hie und da zu geschehen pflegt, mit einer großen Gabel zum Heumachen und nahm sich auch einen kleinen Käse und ein Stück Brot zum Essen mit. Sein Weg führte ihn über die Teufelswiese. Da sah er nun einmal einen Teufel. Der hatte einen großen Schlauch aus Büffelhaut auf dem Rücken und wollte gerade Wasser holen. »Halt!« rief der dem Schulmeister gleich zu. »Hab ich dich hier einmal auf dem sauren Bier ertappt?« Warf seinen Schlauch gleich nieder und wollte den Schulmeister packen. Der Schulmeister allerdings war ein belesener Mann. Er kannte seine Märchen und hatte eine Idee, die ihm gut erschien. So nahm er seinen Käse aus dem Tornister, drückte ihn zusammen, dass das Wasser daraus floss, und rief dem Teufel zu: »Siehe, so zerdrücke ich dich wie diesen Stein. Dass der Lebenssaft dir herauskommt, wagst du es, mich nur anzurühren.« In voller Angst lief der Teufel stracks in die Hölle. Er war halt garstig, aber doch eher sehr einfacher Natur. Und ließ auch den Schlauch liegen und erzählte da, wie er einen Menschen gesehen, der so stark sei, dass er Saft aus einem Stein gepresst habe. Da schickten ihn die anderen Teufel zurück. Er solle ihn dingen, denn er werde gut sein zum Wassertragen. Der Teufel kam schnell wieder auf die Wiese und fragte den Schulmeister, ob er sich nicht verdingen wolle. Dem war das recht, denn er wünschte gerne, einmal die Gelegenheit in der Hölle sich zu besehen. Aus pur wissenschaftlichen Gründen natürlich. Naja, zudem sagt man ja, die sündigen Menschen würden dorthin verdammt. Alle sündigen Menschen. Also auch all die verruchten Frauen, von denen er so viel gelesen und gehört hatte. Und ob nun nackt, um die Höllenfeuer tanzend, dem Satan selbst dienend, oder angekettet, gefoltert, irgendwie malte er sich all das als durchaus interessant aus. Und vor allem durchaus sehenswert. Also kam er in die Hölle. Ärgerlicherweise hatte er gar nicht die Zeit, sich groß umzusehen und nach etwaigen Symbolen der Lust Ausschau zu halten. Denn sogleich erhielt er den Auftrag, Wasser im großen Schläuche zu holen. Der war aber so schwer, dass er ihn nicht einmal leer heben konnte. Da erdachte er sich eine List. Ich sagte ja, er war ein durchaus belesener Mann. Er nahm Spaten und Haue, Akademiker beim Wasserholen halt, und ging. »Moment, wohin denn mit diesem Werkzeug?« »Ich will gleich den ganzen Brunnen ausgraben und nach Hause bringen, damit ich nicht immer zu gehen brauche. Der Rest erscheint mir irgendwie eine sinnlose Plackerei zu sein.« Da fürchteten die Teufel, das werde die ganze Hölle überschwemmen und ihnen das Feuer auslöschen. Und sie würden dann Mangel leiden und sprachen: »Lass es nur sein. Wir wollen uns Wasser schon selbst holen.« Darauf schickten ihn die Teufel in den Wald. Er solle eine Eiche ausreißen und nach Hause bringen. Der Schulmeister dachte,
Na, das werden wir ja sehen. Allein, schnell hatte er wieder eine List ersonnen. Er nahm ein großes Seil und wollte gehen. Moment. Was willst du mit dem Seil? Fragten die Teufel. Ich will gleich den ganzen Wald damit umbinden, ausreißen und nach Hause bringen, damit ich nicht so oft zu gehen brauche. Das erscheint mir irgendwie effizienter, als eine Eiche nach der anderen auszureißen, nicht wahr? Die Teufel entsetzten sich vor der ungeheuren Stärke und fürchteten, wenn er den ganzen Wald heimbrächte, dass sie damit die Hölle in Brand setzen und später dann leicht erfrieren könnten. Ach, dann lass es gut sein. Wir wollen uns das Holz schon selbst holen. Nun aber beschlossen die Teufel, diesen gefährlichen Menschen auf eine gute Art zu entfernen. Sie wollten ihm den ganzen Lohn auszahlen, wenn er nur fortgehe. Der Schulmeister, nicht überraschend, war das zufrieden, verlangte aber eine enorme Summe. Zuerst klang das auch recht gut. Doch als die Dunklen zitternd zustimmten und Unmengen von Gold heranschleppten, welches zwar durchaus verführerisch funkelte, aber nun auch einmal unglaublich schwer war, sah er sich nicht imstande, dieses zu tragen. Er wagte es nicht einmal mehr, dieses auch nur zu versuchen. Kurzerhand verlangte er, den Sack mit dem Gold solle ihm ein Teufel auch nach Hause tragen. Das allerdings erschien allen gefährlich. Keiner wollte recht. Endlich wagte es einer. Sonst würde man den Gelehrten ja nie loswerden, nicht wahr? Als sie in der Nähe der Schule kamen, sahen die Kinder des Schulmeisters gerade zum Fenster heraus. Da gab ihnen ihr Vater ein Zeichen. Und nur einmal schrien alle: Auch ich will Teufelsfleisch! Auch ich will Teufelsfleisch! Wie der Teufel das hörte, warf er den Sack nur hurtig zu Boden und lief in einem Atem zurück in die Hölle, ohne sich auch nur einmal umzuschauen. Aber der Teufel hatte zu Hause einen Sohn. Der war gerade aus der Fremde nach Hause gekommen und war stark und trotzig und sprach, er nehme es auf mit jedem Menschen und fürchte sich nicht. Da sprach sein Vater und die anderen Teufel, so geh hin zum Schulmeister und bring den Sack mit dem Gold wieder heim, wenn du dich traust. Sollte dem Lehrer dabei etwas Schlimmes geschehen, soll es unser Leid nicht sein. Der Sohn war gleich fertig und ging. Und als er zum Schulmeister kam, sprach er, entweder gib den Sack voll Gold mit Gutem heraus oder miss dich mit mir. Der Schulmeister lachte und sprach, das Gold bekommst du, Pune Lume, nicht. Das ist walachisch und heißt, solange die Welt steht. Es wird mir aber Spaß machen, mit dir zu kämpfen. Bestimme, worin sollen wir es versuchen? Der Teufel war verdutzt. Er war es gewohnt, dass die Menschlein viel mehr Angst vor ihm hatten. Doch ein Wettkampf klang durchaus spaßig. Im Ringen, sprach der Teufel. sagte der Schulmeister. In dem versuche ich's nicht einmal, denn ich fürchte, ich zerquetsche dich gleich zwischen meinen Fingern. Du bist doch nur so eine arme, kleine, junge, halbe Person. Aber keine Angst, es wird einen Ringkampf geben. Ich habe hier einen alten Großvater. Der hat auch noch genug Kraft, über dich Meister zu werden. Damit ließ er einen Bären los,
woher er den auch immer hatte. Der fiel gleich über den Teufel her, umarmte und drückte ihn so, dass der Teufel laut aufschrie. Ei, ei, Teufel! Was mehr oder minder weh, weh, Räuber bedeutet. Lass aus! Da sprach der Schulmeister spottend. Ach, du armes Teufelchen, bist doch eher zarter Natur, was? Vielleicht ist das Ringen ja auch nicht so deine Sache. Ach, ist egal, bestimme etwas anderes. So will ich mit dir um die Wette laufen. Hör dich das einer an, sprach der Schulmeister. Das brächte mir doch nur Schande, wenn ich's mit dir versuchen wollte. Also, nimm das jetzt nicht persönlich, aber seh dich doch mal an. Ach, allein, ich habe hier ein Enkelchen. Das hing zwar ein wenig, das gestern erst gestürzt ist, aber das läuft auch schon gut genug, um dich zu überholen. Damit ließ er einen Hasen los. Der lief wie ein abgeschossener Pfeil und war gleich über alle Berge. Der Teufel kam bald ganz keuchend zurück und hatte gar kein Leben. Der Schulmeister lachte und sprach: Schau dich an. Laufen kannst du freilich schlecht. Ach, naja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht verstehst du ja etwas anderes besser. Lass dir Zeit, du scheinst nicht so der Hellste zu sein. So wollen wir doch einmal um die Wette hochwerfen, sprach der Teufel voll Zorn und Grimm. Er nahm einen mächtigen Pirel, das ist der dickste Schmiedehammer, und warf ihn so hoch, dass er 7 Stunden brauchte, bis er wieder zu Boden kam. Wie Mjölnje, nur langsamer. Der Gelehrte aß in der Zwischenzeit, trank etwas, spielte ein wenig Solitär und 5 Steinreihen, las hier und da mal eine kurze Geschichte, bis der Hammer donnernd neben den Gast einschlug. Dann reichte der Teufel ihn dem Schulmeister und sprach: Nun lasse jetzt sehen, was du kannst. Der Schulmeister sah aber, dass er den Hammer nicht einmal heben könne. Darum sprach er: Wenn ich diesen hinaufwerfe, so fällt er nicht mehr hernieder. Denn ich habe einen Schwager im Himmel, der ist Schmied, musst du wissen. Der fängt den Hammer auf und macht Lattnägel daraus. Indes wir hier umsonst warten. Und ich fand die 7 Stunden schon ein wenig öde. Aber keine Angst, ich hole mir gleich einen Stein, den will ich werfen. Und so brachte er einen Fink aus seinem Käfig und schleuderte ihn hoch in die Luft. Dieser aber freute sich der Freiheit und flog fort. Der Schulmeister hatte den Teufel so gestellt, dass der gerade in die Sonne sah. Deshalb merkte er nicht, wie der Fink in die Luft kam und wegflog. So. Der Stein braucht jetzt 7 Tage, sprach der Schulmeister, bis er zur Erde zurückfällt. Was ist mit dir? Willst du so lange warten? Wir können auch Schach um meine Seele spielen. Oder Mühle? Nein? Ach, wobei, wenn wir ehrlich sind, du wirkst eher wie ein einfacher Geselle, nicht wahr? Domino? Wie wär's mit Karten? Nein, nein, rief der Teufel und hatte die Sonne schon satt und war halb blind geworden. Ach, ei, ei, sprach der Schulmeister. Ach, ihr Teufel seid elende Kerle. Ihr könnt weder ringen, noch laufen, noch hochwerfen. Versteht ihr denn nicht irgendetwas besser? So lass uns einmal in die Wette knallen, sprach der Teufel voll Grimm und Ärger. Er nahm eine Geißel
und knallte so fürchterlich, dass es dem Schulmeister durch den Bauch schnitt und er fast ohnmächtig wurde. Doch er erholte sich und sprach zum Teufel: Das ist nett, das war ja ganz nett. Allerdings, ich habe große Sorge um dich. Lasse mich die Augen dir verbinden, denn ich werde so furchtbar knallen, dass es donnert und blitzt. Und es könnten dir leicht die Augen herausspringen, nicht wahr? Da band er ihm die Augen fest zu und nahm darauf seinen Palukesknüppel und schlug damit aus allen Kräften den Teufel so derb in die Augen, dass dieser glaubte, sie seien ihm vom Knalle herausgesprungen. Nicht mehr knallen! Halt ein! Jammerte der Teufel. Ach, ich weiß nicht, sprach der Schulmeister. Gibt es denn keine Kunst, in der ihr es zu etwas gebracht habt? Man sagt sich doch so viel über die Teufel. Man fürchtet euch gar, ich frage mich gerade warum. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, meine Schulklasse hätte sich schon gelangweilt und hätte sich eher mit den Fünfjährigen als mit euch geprügelt. Der Teufel kochte vor Ärger und Grimm. Wohlan, sprach er. Lass uns einmal mit den Stangen kämpfen. Ach, naja, das ist mir recht, sagte der Schulmeister, beinahe gelangweilt, und gab dem Teufel eine lange eiserne Stange. Und er nahm eine kurze. Er ging dem Teufel fest auf den Leib und gab ihm nacheinander unzählige Schläge und prügelte ihn ganz blau und schwarz. Jener konnte mit der langen Stange in der Nähe nichts machen. Oh, oh, sprach der Teufel. Lass uns die Stangen noch einmal tauschen. Recht gern, sprach der Schulmeister. Aber weil ich so sehe, dass du so elend bist, will ich dir noch mehr zugestehen. Krieche du hier in diesen Schweinestall hinein, wo du geschützt bist. Ich will von hier aus in der Freie kämpfen. Das ließ sich der Teufel gefallen. Warum auch immer. Er nahm die kurze Eisenstange und kroch in den Schweinestall. Jetzt stieß ihn der Schulmeister mit der langen Stange durch das Fressloch so unbarmherzig, dass es ihm zwischen den Rippen hindurchging. Er aber konnte mit seiner kurzen Stange den Schulmeister nicht einmal erreichen. Es ist genug, es ist genug, schrie der Teufel, als er sah, dass ihm das Blut von allen Seiten hervorströmte. Jetzt soll mir noch irgendjemand mal sagen, dass ein Teufel mehr versteht als das elendste Menschenkind. Hat es sich doch nun gezeigt, dass ihr so gar nichts vermögt. Oder willst du noch etwas versuchen? Ja, ja, heulte der Teufel vor Schmerz und Zorn. Lass uns einmal um die Wette kratzen. Da kratzte der Teufel den Schulmeister, dass ihm das Blut rann und die Knochen hervorstanden. Warte, sagte der Schulmeister. Dass ich mir meine Nägel bringe. Denn ich leg sie mal ab, wenn ich sie nicht brauche. Da brachte er zwei Hanfkämme. Das ist sächsisch für Griebel. Und ackerte damit so unbarmherzig auf dem Teufel, dass dieser vor Schmerz endlich laut aufschrie. Halt! Du kratzest ja bis auf die Seele. Der Schulmeister sprach: Na,
ich schäme mich jetzt wirklich, mit dir noch weiter zu kämpfen. Freilich wirst du auch nichts mehr angeben können. Der Teufel schäumte vor Wut. Lass uns zu guter Letzt noch in die Wette furzen. Da ließ der Teufel einen so fürchterlichen los, dass der Schulmeister bis an die Zimmerdecke hinaufflog. Über den höllischen Gestank möchte ich an dieser Stelle nicht einmal mehr reden. Was machst du denn da oben? Sprach der Teufel. Ich verstopfe hier die Ritzen und Löcher, damit du, wenn ich jetzt deinen Pumps lasse, nicht heraus kannst und an der Decke zerschmetterst. Jawohl! Da entsetzte sich der Teufel so sehr, dass ihm die Haare zu Berge standen. Er wartete nicht länger, sondern ergriff schnell die Flucht und rannte in einem Atem fort bis in die sichere und gemütliche Hölle. Seitdem hatte der Schulmeister Ruhe vor den Teufeln. Aber den Sack mit dem Golde. Den Sack mit dem Golde müssen ihm schlechte Menschen entwendet haben. Denn er ist heutigen Tages arm wie eine Kirchenmaus. Das, was mich immer verwundert und das, was ihr wissen solltet. Einige erzählen zwar, dass der starke Hans oder der Schneider Zwirnes gewesen, der den Teufel in den sieben Künsten überwunden habe, allein mit Unrecht. Denn der Schulmeister hat die Geschichte selbst oft erzählt. Zudem hat mein Kobold ihm nie widersprochen. Also muss doch er es gewesen sein. Ich meine, sind wir mal ehrlich und Hand aufs Herz, so ein Lehrer würde ja nicht lügen. Oder etwa doch?